Sirenengeheul über Kiew, ukrainische Soldaten, die sich gegen die russische Übermacht stellen. In der Nacht gingen Raketen auf die Stadt nieder, die erste Angriffswelle konnte noch abgewehrt werden. Diese Bilder sollen den Abschuss eines russischen Flugzeugs zeigen. Die Maschine explodiert in der Luft, stürzt anschließend in einen Wohnblock. Das Verteidigungsministerium bittet die Bürger um Informationen über feindliche Bewegungen und ruft auf zum Bau von Molotow-Cocktails. Neutralisieren Sie den Besatzer, so der Appell. Präsident Zelensky sieht sich und seine Familie in größter Gefahr, hat sich dennoch entschieden, in Kiew zu bleiben und fordert das auch von seinen Landsleuten. Aufgrund des verhängten Ausnahmezustandes dürfen männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen. Es kommt zu dramatischen Szenen an den Grenzübergängen. Andere suchen Schutz in Bunkern oder U-Bahn-Stationen. Wir haben geschlafen. Eine Explosion hat uns dann geweckt. Eine Rakete ist niedergegangen. Die EU will jetzt doch zusätzlich zu den beschlossenen Sanktionen Vermögenswerte des russischen Präsidenten Putin und von Außenminister Lavrov einfrieren. Russland behauptet unterdessen, man sei zu Friedensverhandlungen bereit. Aber noch stoßen russische Soldaten weiter auf das Gebiet der Ukraine vor.